Und da sind wir auch wieder bei dem neuen Monaco-Montag. Der neue Monaco-Montag, genau. Wir haben letztens eine Bank ausgeraubt, was jetzt kommt. Jetzt müssten wir ja den Transporter bezahlen können, schätze ich. Ja, also ich glaube, also es heißt jetzt Manoir Mouchard. Mouchard. Du bist ja unser Franzose hier. Ja. Du kannst ja bestimmt übersetzen, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, Die dann. Manier von was weiß ich. Obwohl Ich übernehme. Manoir ist, glaube ich, der Abend. War Entweder nicht der Morgen. Noir der Abend? Was? Noir war doch der Das Abend, war die oder? Nacht. Okay. Ich kenne nur Nanette Manoir. Oh Gott. Aus Angela Anaconda. Und Johnny Damals. Giabatti. Ja, genau. So, ich nehme mir auf jeden Fall diesmal den Lockpicker, heißt er, glaube ich, ne? Locksmith. Ja. So, Ring. Bonsoir. Mr. Gentleman, Pool Inspector hier. Ah, Monivu. I was wondering if I could call, if I, nee, if you could call. Mr. Gentleman, want crew to visit? Make sure pool okay to drink? Wee oui, wee, oui. Thought I need to be entire possible. I should warn you of a minor inconvenience. You see, I've put under house arrest, but pay no heed to the officers in my foyer. I'm sure they will be perfectly polite. Klick. Dachte, da kommt noch was. Aber gut. The smuggler is under house arrest. Extricate him so that you can access his yacht. His Yacht. His yacht! Dann wollen wir mal den Gentleman befreien. Ich dachte, Engländer kennen das gar nicht mit dem CH. Yacht. Yacht. Oder Jekt. Ach, da unten geht's raus, okay. Geht's auch lang. Hey, jetzt kann ich wieder die Kamera nicht steuern. Das ist immer ein bisschen blöd. Wenn du keine Waffe hast, kannst du ja die Maus nicht nutzen. Pass auf, der da Ja. oben sieht dich gleich. Ja, aber ich will das Gold unbedingt. Ich klaue erstmal außen das ganze Gold. Göttecker? Hier vorne, Da ich bist glaube, du. wir können durch das Gästezimmer. Pass auf, da kommen Wachen. Ja. Okay. So. Na, hier kann man nicht rein. Schade. Dicke den, den, dicke, dicke, dicke den. Geld, Geld. Was haben wir hier? Lauf, 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 Kleidung. lauf. Fangt ihn! Oh ja, erst mal auf Toilette. Ey, Okupado. Ach, guck mal hier. Was? Och, Nein! du hast ihn erschreckt. Die Katze hat mich erschreckt. Dear Mom and Dad, I got a new job as police officer. I even get to carry a gun now. Amazing story about how I ended up in this job. The bank where I was working at robbed all that money that I was saving for the koi pond. It's probably going to fund a gambling habit now. Apparently, the thieves were the same people who broke out of the prison. I think they hired me because I know what the thieves look like. I'll be keeping my eyes peeled. Hard to see anything with my allergies acting up like this. I hate cats. Give my love to Estelle. Dreaming of halibut. Your dangerously armed son, Pierre. Dämliche Katze. Ah! Ach, Glück gehabt. So, hier oben ist auch schon wieder der Lispel, ne? Gentlemen, ich on the third floor. Watch out. I saw a... Danke.
I fought a blue cop with a gun. Okay, ich bin also der Gentleman wird schwer bewacht. Schalte ich mal das Licht aus. Oh, das ist gut. Das ist nett. Ach, ich hab ja jetzt Pflaster und keine Waffe. Schade. Oh, hier ist eine Waffe. Ach ja, ich bin ja verkleidet. Ich dachte, ich hab den umgehauen. Hast du nicht? Fangt ihn! Fangt ihn! Ja, was denn das für eine Arschloch-Taktik? Ich war verkleidet, ich musste doch so reagieren. Ja, ja. Ah! Selbstschuld. Selbstschuld. Die schießen auf mich. Selbstschuld. Fangt ihn. Okay. Ho. Oh. Hopp. Oh, da kommt er alle. Glück gehabt. Okay, ich glaube, wir sollten uns den nächsten Schritt mal überlegen. Was machen wir als nächstes? Wir müssen nach links. Und da müssen wir hier durch. Und hier sind jede Menge Wachen im Wohnzimmer. Schnell, schnell, schnell. Und in die Büsche. So, jetzt warte ich. Jetzt warte ich auf dich. Ja, ich will mir aber erstmal das Geld im Wohnzimmer. Und eine neue Verkleidung. Okay. Du und deine Verkleidung. So. Zählt das bei mir überhaupt jetzt? Warum nicht? Ich lenk sie ab. Geh du weiter. Fuck. Ist abgeschlossen. Oder nee, die Tür war ja weiter unten. Hä? Ach, hier hoch. Okay. So, wir müssen zum Second Floor. Ich bin schon da. Ah, ich sehe, da hinten ist noch Gold. Das kann ich doch gleich mal aufheben. Ja, mach das mal. Ich laufe hier ein bisschen rum. Werd gejagt, aber mach dir nichts draus. Okay. Hab ja Pflaster. Fertig. Da! Hier runter. Und jetzt rechts rein. Ich bin schon da, dann müsstest du eigentlich direkt reinlaufen können. Jo, okay. Tatsache. So, jetzt dürfen wir nur nicht vergessen, dass die gleich wahrscheinlich direkt, wenn wir runterkommen, direkt davor stehen werden. Hm. Heißt, wir könnten eine Waffe gebrauchen. Wir sind mit Pflastern bewaffnet. Oh, schön am Kamin sitzen. Ah, wir könnten aber auch hier vorne dann einfach runter, dann stehen wir auf dem anderen. Beim anderen First Floor. Okay. Hopp, da vorne kommt eine Wache. Okay, da geht eine Wache. Da kommt eine neue. Ja, auch. Sehr schön. Ja, ja. Ich bin schneller, lelele. Sauer! Kannst du jetzt erstmal gucken, wie du mit denen fertig wirst. Nee, ich laufe einfach zu dir. Ja, und nimm mir noch mein Geld weg. Ja, super. Ich bin halt schneller. Hetzt die Wächter auf mich zu und dann noch das ganze Geld klauen. Super. Schieß nicht auf mich. Aua. Aua. Der schießt ja auch auf mich. Ich hab dem noch gar nichts getan. Wie kann das sein? Da oben ist noch Geld. Ah, jetzt kommt es von beiden Seiten. Okay, jetzt hoch. Oh, da ist wieder die Wache. So, okay. Geld. Immer hier lang. Das Geld haben wir auch. Okay, Third Floor. Fuck. Ah, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Kann ich dich wiederbeleben? Ja. Indem du meine Leiche aufisst. Ich puzzle dich mal schnell zusammen.
Das ist nett. Lauf! Aua, ich bin tot. Der geht gerade zurück. Pass auf, da kommt noch einer. Hau den kaputt und dann geht das. Pass auf, die Wache. Ja. Okay. Lauf! Lass mich in Ruhe. wir müssen zum Third Floor. Da, hau den kaputt. Okay. Da kommt einer. Fuck. Der hat mich gleich. Ich hab nur noch ein Leben. Ich bin tot. Third Floor, hoch. Ich bin tot. Hör mir doch zu. Okay. Ja, dann komm ich halt. Moment. Den hast du schlafen geschickt, sehr gut. Schlaf ruhig weiter, schlaf weiter. So, und jetzt direkt zum Third Floor. Sonst geht das hier noch so weiter hier. Ah, so, schön. Da ist auch schon der Neue, dann übernehme ich den einfach mal. Der Gentleman! Die richtige Figur für Snorri. Aber ihm fehlt der nötige Spazierstock. Und ein Hut. Der braucht Hut. Ein Gentleman braucht Hut. Achso, da. Ach. Warum hast du den nicht gleich ausgenockt? Ich hab's versucht. Okay. Versuch da rauszukommen und dann. Genau. Warte ich schon mal hier auf dich. Ja. Okay, so. Hier soll noch 10 sein. Mhm. 10 Goldstücke. So. Gehst du mir aus dem Weg? Aua! Ach so, okay, jetzt bin ich hier verkleidet. Wo könnten du als Gentleman noch... bist sowieso immer verkleidet, wenn... Ja, nicht immer. Wenn du nicht gesehen wirst. Eben. Wenn ich zu lange in der Sicht bin, bin ich wieder nicht verkleidet. Ach so. Halt, wir müssen den da unten nehmen, den First Floor. Ja, wir müssen ja erstmal Geld einsammeln, dachte ich. Ja, ich frag mich nur, wo? Ich sehe nichts mehr. Draußen vielleicht. Wir sind im zweiten Stock. Na und? So. Also ich warte schon mal hier. Ja gut, dann holen wir kein Geld. Ach, guck mal, da hinten ist so ein schwarzes Loch. Okay. Da ist ein schwarzes Loch, lass uns da mal reingehen. Eben, da waren wir eben noch nicht, da hätte ja was sein können. Dass da die 10 Goldstücke waren. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch gucken, dass wir abhauen, ne? Ja. Das sollte einfach sein. Ich bin gleich da. So ein Trottel. Okay. Ich bin drin. Okay. Nochmal schnell den großen Abgang hier. Da! Lauf! Ich bin gleich etwas zu weit gegangen. Rechts, dann sind wir fertig. Ja! Er hat's geschafft. Yay! Ich bin nicht tot! Und das war eine 15-Minuten-Folge. Das wird ja immer länger hier. Eben, also die späteren werden noch länger. Ja, damit hat sich die Bonusrunde wohl erledigt, oder? Für diese Woche wohl ja. Für diesen Montag ja. Dann sehen wir uns nächsten Montag wieder zum Monaco-Montag. Ciao. Mit Monaco am Montag.